Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was wir machen wollten. Oder ich weiß, dass wir hier im Priestergrab waren, im vorletzten. Das weiß ich noch durch die Folgentitel. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Aber die letzte Aufnahme ist 2,5, 3 Wochen her. Und ja, es ist immer so eine Sache, ne? Also, wir sind jetzt. Magie wirkt hier nicht. Und auch eine Levitation, nach Weihnachten schon. Und ich wollte unbedingt jetzt nochmal im alten Jahr, vorm Neujahr, das Spiel beenden eigentlich. Aber das wird tricky, weil ich habe keine Ahnung mehr, wo wir hier waren, was wir hier machen. Also, ich denke mal, wo ich jetzt zurückgehe, da waren wir schon überall. Und wo wir hin müssen, ist die Frage. Da war schon mal ein tricky Sprung. Das sieht noch irgendwie so aus, als könnte man das öffnen. Aber ich glaube, da sind wir schon damals irgendwie dran gescheitert. Verzweifelt. Gibt es hier einen Schalter irgendwo? Man muss ja auch immer schön in die Decken gucken. Aber das sieht nicht danach aus. Den Hebel haben wir betätigt, damit das hier nicht mehr funktioniert. Die Stampfdingens. Stimmt, das war hier noch so eine Stampfdinger. So, hier ist noch ein Hebel. Ach, jetzt sind wir darüber, wo wir gerade eben waren, ne? Also müssten wir ja da noch drunter irgendwie, oder? Aber wir sind ja in der Anti-Magie-Zone. Magie wirkt hier nicht. Ja, es sind diese Kristalle, ne? Aber wir müssen ja da unten hin. Da müssen wir doch hier über hier irgendwie. Ah, guck mal! Ha. Manchmal ist Fallen doch keine schlechte Idee, wa? Problem ist, da sind mir ein bisschen viele Echsen da. Sind hier noch Echsen? Dann mache ich mal hier auf. Damit ich ein bisschen flüchten kann. Zwei. Was waren das? Elite-Krieger und tote Krieger. Ein Brontox da hinten auch noch. Ja, natürlich wieder durch ihn durchgeschossen. Fängt das schon wieder an. Ah, bin ich froh, wenn wir die Echsen los sind, ey. Oh. Und diese ganzen Viecher hier. Haben wir nicht schon mal gesagt, dass das Fehler ist, hier so auf großflächigen Raum gegen solche Dinger zu kämpfen? Gegen die Brontox vielleicht nicht, aber gegen die Echsen haben wir das mal gesagt. Au, au, au. Ich hoffe, es tut jetzt nicht so doll weh. So. Die Echsen müssen wir jetzt dringendst besiegen, weil sonst haben wir ein großes Problem. Zumindest eine müssen wir jetzt mal down kriegen. Nice. Nice, wir haben sogar beide down. Ja, das ist ja. Hui! Mensch, Weihnachten ist vorbei und es läuft perfekt. Oh! Er kommt doch hier hoch. Ich habe gedacht, ey, jetzt kann ich mich chillig aufheilen. Ja, hallo. Ich hoffe natürlich, ihr wurdet reichlich beschenkt. Bei mir ist die Zeit da ja so ein bisschen vorbei. Die eine oder andere Kleinigkeit gibt man sich ja dann doch noch so gegenseitig, aber ja, der Rest ist dann doch eher für die kleineren Kinder gedacht. Oder für die jüngere Generation. Das ist jetzt aber schon mal erstaunlich gut gelaufen. Fast schon zu gut. Ah, Skelettkrieger, ganz ehrlich, ne? Dich lache ich aus mittlerweile. Das sind zwei Schläge und tot. Also, und die haben uns ja früher echt Probleme gemacht. Ja, bald ist Neujahr. Mensch, bald rutschen wir rein. Ich glaube, heute ist der. Moment, ich muss mal eben auf mein Handy schauen. Der 28.12. Also sind nur noch 3 Tage bis Neujahr. Und es sollte mir doch möglich machbar sein, das Spiel noch in diesem Jahr zu beenden. Brontoxe. Krass. Können wir echt schon einfrieren, ne? Ja gut, unseren Feuerkristall haben wir auch maximal gepusht, ne, damals. Da können wir noch dran erinnern. Unser Meister, ach, weiß ich noch, die Vulkanfestung wurde ja überfallen von Echsen. Und unser Meister Pallas ist doch gestorben und da habe ich gedacht, ich kann nie wieder Frostkristall weiterlernen. Aber wir haben Ignatius sein Buch gebracht. Also Pallas Buch und dann lief es ja doch recht gut. Sehe ich da einen Hebel irgendwie auf der anderen Seite? Nee, vielleicht kommen wir doch noch anders hin, sonst müssen wir mal über die Falle springen. Ich möchte mich aber erst nochmal ein wenig Geschichte hingeben. Was steht denn auf dieser Säule jetzt? Hier gibt es eine Karte der gesamten Anlage.
Sehr schön. Die hast du jetzt auch im Kopf, ne? Finde ich gut. Ach du Heiliger. Ui, da, ui, da. Ich wüsste, wo wir jetzt schon überall waren, ne? Das hört sich irgendwie nach einem untoten Biest an, nach einer untoten Bestie. Biest, Bestie, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall hört sich das nicht normal an. Frage ist, wie machen wir das Tor auf? Hier sind keine Ringe, gar nicht. Schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Da kommen wir auch nicht rein. Da kommen wir aber rein. Dieser Stein sieht brüchig aus. So, was... Oh, Schalter. Ein versteckter Schalter. Was macht der uns denn auf? Ist das hier jetzt ein Rätsel oder was? Der macht uns den Gang auf. Das ist doch schon mal interessant. Wo kommen wir hier hin? Okay. Da ist eine Brücke. Ist da eine Winde, die wir von hier aktivieren können mit Telekinese? Theoretisch könnte ich da ja sogar rüberfliegen. Weil ich glaube, dass wir da aber sogar noch hinkommen. Nee, hier ist eh Antimagiezone, oder? Könnte ich Telekinese benutzen? Magie wirkt hier nicht. Dann wollen wir mal hier uns... Ach, hier kommen wir gar nicht rein. Das ist eine Unverschämtheit. Ist hier ein Ring irgendwo an der Wand? Nee. Das ist nicht okay. Vielleicht öffnet das ja noch einen anderen Schalter. Wir haben hier noch ein paar Gänge. Und hier hört es eher an, als wäre hier eine untote Bestie auch hinter. Ein untotes Biest, ich weiß nicht mehr, was das war. Von da sind wir gekommen, ne? Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ich kann nichts mehr öffnen. Irgendwas übersehe ich doch hier, oder? Oder habe ich da doch eine Winde übersehen? Auf unserer Seite ist hier definitiv keine Winde, ne? Alol? Das ist ja schon mal interessant hier. Da ist ein Schalter. Aber wie soll ich den denn... Magie wirkt hier nicht. Alol, Moment. Ah, boah. Das war ja mal... Das ist ja mal tricky, oder? Lol, ist wirklich nur für so eine Truhe? Echt? Hier geht's nicht weiter? Hab ich gedacht, habe ich den Durchbruch? Und nochmal von vorne. Und das ist hier nur eine Truhe. Und nochmal. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Ja, nebenbei läuft auch die Darts hier. Also es kann mal sein, dass ich einmal übelst abgehen werde. Wenn hier irgendwas Krankes passiert, so ein 9-Dart oder so. Tut mir leid, aber muss sein. Muss doch jetzt eine Winde sein, oder? Ich sehe sie aber nicht. Nee. Irgendwas übersehen wir hier. Oder ich. Wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen. Aber ich sehe von hier keine Winde. Da auf die Dinger zu springen, wäre glaube ich auch nicht so hilfreich, oder? Können wir uns da irgendwie hochbacken? Ne. Da fallen wir in den Tod. Das ist interessant. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Weil da geht's ja auch hin. Und wenn wir hier nichts zaubern können, passt mir das gar nicht. Ich schaue jetzt nochmal im Zoom-Modus hier, ob ich irgendwas erspähen kann. Da ist auch wieder so ein Gitter. Da ist keine Winde, nicht. Also da muss eine Winde sein, da ist eine Brücke.
Frage ist, haben diese Ketten Clipping oder falle ich da durch? Weil dann könnte man ja versuchen. Ach komm. Wenn wir eh nicht wissen. Oh! Lol, Moment. Nee, wir können hier jetzt nur wieder rumtanzen. Könnten wir uns da rüberbuggen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Doch, können wir. Problem ist, wir kommen nicht mal hoch. Und hier ist wahrscheinlich immer noch Anti-Magie-Zone, ne? Magie wirkt hier nicht. Meint ihr, wir können... Nee, oder? Wir werden doch nicht in der Luft hängen bleiben hier, oder? Nee. Ah, jetzt fallen wir durch. Ich bin ein bisschen überfragt. Und ich wusste, dass es ein Dings gab, wo ich hart überfragt war. Was jetzt maximal tricky wäre. Also hier, das Ding können wir nicht öffnen. Was jetzt wirklich hart tricky wäre, wäre, wenn ich den Schalter wieder benutzen würde und sich dann was Neues öffnet. Lol? Ne, von da sind wir gekommen. Lol, Tatsache. Lol. Okay, das ist krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Und die können wir immer noch nicht einfrieren, wa? Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube auch die wenigsten von euch, oder? Vorher war das Ding zu, wenn wir den Schalter zweimal benutzen, geht zweimal eine andere Tür auf. Also jeweils eine andere Tür. Und jetzt haben wir echt ganz schön hart gefressen. Und jetzt brauche ich unbedingt die 8, weil die sind schnell, die Viecher. Hui. Hui. Okay, die sind echt böse. Ich weiß auch, welche von Osegur, von seinem Priester, die eine Beste da gekillt haben. Die haben wir ja recht flott gekillt. Aber die sind trotzdem richtig böse, die Mistviecher. Das ist ja ein Schalter, der zwei Funktionen hat. Zwei verschiedene Funktionen. Beziehungsweise zwei verschiedene Gänge öffnet. Wo sind wir denn jetzt hier? Leute, höre ich Echsen? Da gab es auch wieder zwei Wege gerade eben, ne? Gut, hier gibt es nur den... Da gibt es auch Nautilus. Ah, jetzt sind wir hier. Oh, ich glaube, wir werden noch lange hier sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Tor hier öffnen können. Oder nur von der anderen Seite. Dann ist klar, dass wir den Nautilus da benutzen müssen. Gut. Danke für die Bestätigung. Auch wenn ich mal jetzt so hier in dem Fall mal so links rüber strafe, liegt das einfach nur an Dart. Wenn ich dann auf dem Fernseher gucke. So, hier sind doch Echsen, ne? Ja. Na, danke. Das ist nur ein Priester. Ach, Priester kriegen wir auch im Nahkampf-Go. Die waren eigentlich sogar Nahkampf recht schwach. Im Gegensatz zu den Elite-Kriegern. Natürlich sind sie besser als andere Kämpfer, aber hier, ihr seht's ja. Das andere Monster, weil die sind ja. Die Echsen sind echt böse. Jetzt will ich immer die 6 benutzen und benutze die 5. Ein bisschen blöde, aber hier sind noch mehr Echsen. Das ist uncool. Noch eine Truhe. Mal verfahren. Bin mal gespannt, ob wir den ganzen Scheiß überhaupt noch loswerden. Wer die Ach, ist denn? Ich wusste genau, dass die Kombination, die ich jetzt, hier eingegeben habe, schon die richtige war, aber. Ja. Oh, Titanbogen! Wie die Titanwaffe von dem Grab. 80 Schaden, ja gut, 80 Geschicklichkeit, aber. Ganz ehrlich, wir haben 33 und Fernkampf ist eh nicht unser Ding. Wir brauchen einfach nur eine Armbrust, die Schalter betätigen kann. So, weiter geht's hier jetzt. Oh, die Ex hätte ich fast übersehen. Warum haben die denn nicht angegriffen gerade eben? Oh, das sind ein paar mehr. Also das ist scheiße. Hab ich die nicht getroffen? Jetzt aber. Jetzt kommen die anderen, ne? Wie viel sind's? Oh. Habe ich echt durch den durchgeschossen wieder. So, ich hoffe, die anderen sehen mich gleich nicht. Sonst haben wir ein Problem. Moment, was, wenn ich mich hier verstecke? Ich halte lieber... Ja, perfekt. Dann habe ich den einen jetzt hier echt nur gepult. Das ist sehr gut. Und hier seht ihr schon, dass die einfach stärker sind als die Priester auch.
So, die anderen sind echt so dumm und sind da hinten, ne? Das ist doch sehr gut. So lässt sich leben. Mit den Mistviechern, wenn die hier wieder in der Überzahl sind. So. Nochmal einfrieren den Kollegen. Kommt der andere wieder hierher? Ich hoffe, da sind wirklich nur die beiden. Ah, ist jetzt blöd gelaufen. Aber vielleicht kriegen wir den schon down, bevor der sich auftaut. Ah, Schaden wollte ich hier eigentlich nicht mehr nehmen bei dem, der nur so wenig Leben hat. Ach, guck mal, den juckt das sogar von hier aus nicht mal was. Der ist aber dumm. Ja, nochmal sicher gegangen, dass da keine Echse mehr ist. Einfrieren. Todesschlag. Oh, schön Seite hast du gemacht, Kollege. So, und ja, ich habe immer noch keine neue Maus, ich weiß. Eigentlich ist die ja erst neu. So, aber das Klicken ist ein bisschen, ja, bei so einem Spiel ist es ein bisschen kontraproduktiv, würde ich sagen. So. Finden wir denn hier Malerpilze, sind hier sogar noch. Nehmen wir einfach mal mit. Aber ich möchte noch, bevor wir da jetzt durch... Ach, hier ist der Hebel durch diese... Wo, ah, jetzt können wir... Jetzt sind wir hier hinter, ne? Hinter der Treppe, oder? Nee, jetzt sind wir da. Ah, jetzt haben wir das geöffnet. Okay. Ja, wir gehen nochmal weiter. Ich kann mir nur vorstellen, dass das die Abzweigung war für den Bogen, für die Titanwaffe. Aber wir haben ja hier noch ein Tor, was sich mit dem Hebel öffnen lässt. Die kriegen wir dann nur schon als Täuschung. Und hier geht's ja auch noch weiter. Hoffentlich keine Falle. Wo sind wir denn jetzt? Echse. Alter. Drecksechse. Scheint aber nur die eine zu sein. Aufheilen. Mana und Health. Und dann rauf. Die, wenn die auftauen, sich echt so kacke, dass sie so kacke ausweichen. Das ärgert mich ein bisschen. Fuck you. Ah, es gab einen automatischen Speicherpunkt, das habe ich zumindest gesehen. So. Aber wir verrecken nicht an der Echse. Zumindest nicht an der. Es ist möglich, dass wir nochmal verrecken. So. Und da blinkt die 9 im Darts auf. Jeder sollte wissen, was das heißt. Ah, von hier sind wir gekommen, okay. Ah, und da ist der neue Dart nicht mehr möglich. So. Wo geht's denn? Was hast du da bewacht, Kollege? Ah, lol. Echt? Ist das die Winde für die Brücke? Wow, das wäre kranker Shit. Das wäre ziemlich crazy. Das können wir ja von hier, glaube ich, gleich schon einsehen, ne? Tatsache, oder? Hä? Da ist noch eine Winde. Nee, das war sie. Aber von hier aus können wir doch... Ha! Tricky, aber für was war das jetzt die Winde da? Mal hier zurück in unseren Raum. In unser Gangdings hier gehen. Was war das denn jetzt, die Winde da hinten? Läuft, jetzt sind das ja zwei Winden für die hier. Da ist auch noch ein Tor, was wir nicht öffnen können. Aber... Lol. Ah, jetzt müssen wir den Schalter wieder betätigen, ne? Und dann kommen wir jetzt wieder dahin. Stimmt ja. Ich hoffe, da hinten haben wir jetzt alles erledigt. Aber wir haben die Titanwaffe. Oh, ein drittes Mal, der hat sogar drei Funktionen. Ein drittes Mal schließt er die Türen wieder. Und jetzt öffnet sich die wieder. Interessant, das ist wirklich sehr interessant. Wie wir da links hinkommen, weiß ich immer noch nicht. Aber vielleicht kommen wir da ja jetzt hin. Schauen wir mal. So.
Ja, okay, die Wände können wir von unserer Position wirklich nicht erreichen. Guck mal, hier ist gar nichts geradezu. Sondern nur hier links geht's weiter. Hm. Hier ist ein Ring. Den können wir tatsächlich sogar ziehen. Es könnte vielleicht da hinten noch was... Boah, wie kompliziert das hier ist, ne? Ohne Spaß. Oder hat es da was geöffnet? Da war da ein Tor? Nee. Ah, da waren wir gerade oben. Von da aus haben wir da ja geschossen. Ja, als alter, altbekannter Risen-Spieler weiß man... Ah, das war für da... Weiß man, womit man Sachen aktivieren kann. Vielleicht als alteingefleischter. Oh, hier ist nicht kein Skelett drin. Was kriegen wir denn hier in diesem Sarkophag? Der ist so alleine beschützt. Oh, das ist nochmal eine nette Beute. Kann man anbieten. Noch ein Rubin. Drei Rubine jetzt hier, ey. Meine Güte. Ist hier sonst noch was Wichtiges? Nö. Einfach nur so ein kleines Grab. So, aber hier geht's weiter. Und da ist eine Winde. Muss er jetzt schon für das große Tor da sein? Also für das große Tor in unserem Raum da hinten. Und jetzt sind wir hier hinter und können mit mir hier wieder das Tor öffnen. Also ihr merkt schon, das wird hart kompliziert hier, diese Gänge. Ne? Ich habe damals nicht übertrieben. Jetzt muss ja sich das große Tor... Nee? Und das hat sich auch nicht geöffnet? Hä? Moment, wir waren da. Bin ich jetzt zu früh da weggegangen? Aber wir haben die doch aktiviert, oder nicht? Jetzt deaktivieren wir sie quasi wieder. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Was hat es mit diesen Winden auf sich? Das finde ich jetzt wirklich komisch. Und ich verstehe es auch kein bisschen. Es ist klar, dass unser Ziel da hinten irgendwo ist. Weil da geht es ja auch nicht weiter. Wartet mal. Wenn wir den Schalter das dritte Mal betätigen, ne? Vielleicht sind dann gar nicht alle Türen zu. Moment. Touché. Touché. Damit öffnet sich die Tür und da wird die letzte Winde sein. Dann brauchen wir wohl wahrscheinlich drei Winden. Gut, Freunde. Puh, was ein Komplex, ne? Also das ist wirklich ziemlich krass. Machen wir für diesen Part Schluss. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir hoffentlich die letzte Winde finden. Oder den letzten Mechanismus, um das große Tor zum Grab zu öffnen. Bis dahin, Freunde. Habt noch einen schönen Tag und haut rein. Bis dahin. Ciao.